Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum heutigen Vlog. Dieser Vlog wird anders sein, denn in diesem Vlog werden zwei Tage zusammengeschnitten. Es ist so, dass am Wochenende bei mir eine große Party ist, wo der Herr hinten da vorne auch dabei ist. Es ist nämlich Oktoberfest bei mir zu Hause und ich habe mir überlegt, ich mache das nämlich dann zusammen, damit es ein bisschen attraktiver wird für euch. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu The Bird. Ich habe mich wieder überreden lassen von dem Herrn. Dafür fährt er wahrscheinlich dann mitten nach Berlin zu den Festivals of Lights und ich will nicht so weiter reden, denn wir gehen jetzt erstmal lecker essen. Es hat zwischenzeitlich angefangen zu regnen, das ist natürlich mega nervig, weil es jetzt einfach alles kaputt macht, aber auch es ist dunkel geworden. Da habe ich mir überlegt, wo kann ich euch noch was zeigen aus Hamburg, was ihr noch nicht gesehen habt. Und das ist die U-Bahn-Station in der Hafen City. Die ist super cool und ein kleines Feedback zum Essen. Wir haben die Teller nicht geschafft, aber es war wieder mega lecker. Und ich habe mir was gegönnt, jetzt bei unserem Supermarkt. Ich habe mega Bock, es ist zwar Oktober, aber ich habe mega Bock, irgendwas Süßes zu essen, weil es ist einfach möglich. Einfach jetzt mal, letzte Woche waren es noch 30 Grad und da gab es dann doch schon Süßigkeiten. Und jetzt gehen wir zur U-Bahn-Station. Ich bin nun zu Hause angekommen, habe einen komischen Hund auf. Es ist nämlich Samstag und ich habe euch ja gesagt, ich habe jetzt Oktoberfest bei mir zu Hause. Mache ich mit meinen Eltern zusammen, wir machen ein riesen Oktoberfest, also über 60 Leute kommen. Und ich wollte euch einfach dabei haben, zeige euch da ein paar coole Timelapse, ein paar Ausschnitte. Gibt auch natürlich bayerisches Essen. Ich bin natürlich auch bayerisch gekleidet, mit Lederhose und so. Ich dachte mir noch zum Schluss in Hamburg, dass ich euch noch mal den Hafen zeige bei Nacht. Bin ja da ein bisschen skeptisch immer mit dem ISO-Wert. Meine Alpha 7 ist jetzt nicht die lichtstarke Kamera. Dafür gibt es ja andere Kameras, die zum Beispiel einen Dena hat oder einen Felix A zum Beispiel. Das ist die S, die ist natürlich lichtstärker und ich überlege auch irgendwann mal mir so eine zu kaufen, ich weiß noch nicht, muss natürlich erstmal mein Objektiv wechseln, weil das ist natürlich das Wichtigere, aber ich würde sagen, ich zeige euch jetzt ein bisschen was vom Oktoberfest, hoffe euch gefällt's und natürlich verabschiede ich mich dann nach dem Oktoberfest. Down, don't you cry no more. Believe in what you got, don't you cry no more. I give up the promises, you're all I need. Girl, I'll dry your tears tonight, don't you cry no more. Cause it's love that we need, don't you cry no more. Girl, it's love that we need, don't you cry no more. Cause it's love that we need, don't you cry no more. And it's love that we need. I need all love.
war's jetzt vom Oktoberfest. War ein sehr lustiger Abend. Meine Stimme hat ein bisschen gelitten darüber, weil es auch einige Songs waren, natürlich immer mitsingen kann. Ich habe es ja im letzten Vlog schon mal gesagt, es gibt ja einige Veränderungen. Und jetzt sind wir auch in Oktober und jetzt beginnt auch das Minecraft-Projekt, wo eben auch mehr Let's Plays kommen. Wichtig ist mir nur, euch einmal mitzuteilen, dass ich an den Vlogs arbeite, dass ich da auch mehr produziere, weil einige natürlich nicht so auf die Let's Plays achten. Die sagen aber jetzt auf einmal, oh, wow, das wird jetzt zu viel, weil es kommen mindestens 3 Let's Plays von dem Minecraft-Projekt, Feed the Beast, und ein Minigame. Das heißt also 4 Let's Plays in der Woche plus ein Vlog. Das ist dann für den einen oder anderen, der sagt dann so, ja, bisschen zu viel der Let's Plays und es nimmt Überhang an. Ich arbeite an den Vlogs, ich habe auch dazu jetzt auch demnächst noch vor, noch wieder wegzufahren für einige Tage und da noch eine Tour zu machen. Darauf freue ich mich auch. Wahrscheinlich vielleicht auch mal fürs Wochenende vielleicht irgendwo hinfahren, damit auch die Vlogs ein bisschen mehr Überhang über meinen Kanal haben. Deshalb bitte nimmt es mir nicht jetzt übel, wenn die Let's Plays jetzt ein bisschen mehr werden, anstatt die Vlogs. Ich arbeite dran, ich versuche das natürlich schnellstmöglich hinzubekommen, dass auch mehr Vlogs kommen. Ich verabschiede mich. Wenn dir dieser Vlog gefallen hat, dann lass ein Däumchen nach oben da, abonniere mich, verpasse keine Vlogs, keine Let's Plays. Und wir sehen uns dann am nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen. Ciao.